Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte heute zwei Schüsseln zeigen, wie man die modellieren kann. Ganz einfach mit einer Styroporhalbkugel. Seht ihr hier, da habe ich eine ganz normale Styroporhalbschale oder wie auch immer man das nennt. Und dann braucht man Baumwolle. Am besten ihr nehmt als T-Shirt oder eine alte Jeans. Und die schneidet man da so ringsrum, macht sie fest. Das macht sich halt einfacher und das Stoff sorgt dafür, dass man das danach wunderbar abziehen kann. Dann rollen wir natürlich eine Platte Ton aus und legen die da drüber, drücken die schön an, da passiert gar nichts. Und dann kann man die so ringsrum abschneiden, wie man es gerne hätte. Man könnte gleich einen Rand dran lassen. Ich habe es dann erstmal so ringsrum abgeschnitten, damit diese Halbkugel so für mich erstmal sichtbar ist. Das darf dann erstmal eine Weile trocknen und dann habe ich die nächste Schüssel genauso gemacht. Zwischendurch habe ich natürlich schon Füße vorbereitet, die dann da wieder an die Schüssel rankommen, weil wir wollen die ja nachher hinstellen können. Das ist ja eine halbrunde Schale, also brauchen wir dann natürlich ein paar Füße. Die kann man mit Wursttechnik machen oder wie jetzt hier zu sehen, ich habe zwei Streifen geschnitten, habe die angeschlickert, festgemacht, verputzt, wie man das so macht, ne? So schön mit dem Schwamm, verputzt nass und mit Schlicker, mit diesem flüssigen Ton, der Schlicker genannt wird, als Kleber verwendet. Das ist jetzt die zweite Kugel, die ist jetzt hier auch schon leicht angetrocknet. Da habe ich jetzt eine Wursttechnik genommen und den Fuß anmodelliert. Fertig. Geht ganz zauber, ganz schnell. Fertig. Jetzt drehen wir das gute Teil um und dann kann man das sehen, wie schön leicht das mit diesem Stoff herauszuziehen ist. Ganz easy. Wenn man jetzt das naturalistisch so haben möchte, könnte man die Schüssel natürlich auch so lassen. Das sieht auch witzig und nett aus. Ich hatte mich entschieden, sie doch ein bisschen glatter zu machen. Das macht man mit einem Schwamm, verputzt sie schön. Und dann schneidet man den Rand so, wie man ihn haben möchte. Mir war die Schüssel noch ein bisschen zu kurz. Und dann kann man das verlängern mit der Wursttechnik sozusagen. Ich habe da Würste gedreht und die da draufgelegt, verschlickert, miteinander verbunden mit den Händen. Und das habe ich dreimal gemacht. Ich habe drei Lagen nach oben gemacht. Das hätte man noch unendlich in die Höhe machen können. Also wenn man hätte haben wollen, darf man das natürlich noch höher machen. Ich habe das, man sieht es hier, wunderbar verputzt. Und nochmal eine Lage drauf. Und dann habe ich daraus den Rand gemacht. Ein bisschen Fingerfertigkeit gehört da schon dazu. Man muss das einfach probieren. Und dann nimmt man ein Messer. So, ich brauche halt nicht unbedingt alles gerade. Ich mag es halt, wenn es ein bisschen urig aussieht, eine Welle drin ist. Und deswegen schneide ich mit dem Messer ein paar Wellen hinein. Und dann hat man einen wunderschönen, originellen und außergewöhnlichen Rand. Den verputzt man noch ein bisschen. Das sieht man hier. Und dann kommen da noch ein paar kleine Kügelchen ran, sodass das noch origineller aussieht, als es schon ist eigentlich, oder? Das ist halt eine kleine Formelei, die setzt man da ran. Kleine Kügelchen, einfach mit Wasser ransetzen und dann hält das. Das ist die zweite Schale, die habe ich so kurz gelassen, habe dann wirklich nur auch wieder eine Welle reingeschnitten und die war so weich, dass ich nicht so richtig wusste, wie ich die jetzt formen soll. Mache ich es jetzt oval, mache ich es nicht oval? Ich habe es dann doch mich für rund entschieden und habe überall noch Löcher reingeschnitten, weil ich mir dann so gedacht habe, ich werde da noch was Schönes ranhängen und habe das hier mit diesen Ausstechern genommen, einfach irgendwelche Sternchen, ein Loch rein. Und fertig war das alles. Jetzt ist es schon alles einmal gebrannt. Jetzt kommt schon die Anmalung. Also die eine Schale ist schon fertig angemalt. Und hier sieht man die zweite Schale. Und da könnt ihr einfach zuschauen, wie sie dann fertig wird. In den Farben von unten und von oben.
Bunt, natürlich. Natürlich bunt. Sieht immer so schön schnell aus. So schnell kann ich auch nicht malen. Aber der Schnelldrucklauf, der macht das so möglich. Mein Zeichen ist das. Und jetzt nehme ich noch das Engobe-Malhorn und mache dann noch diese schönen Effekte dazwischen. Da wirkt es ein bisschen, wie soll man sagen, orientalischer vielleicht oder mehr so halt wie ein Muster, ne? So wie man das, so hat man früher auch die Farben drauf gemacht mit diesem Engobe-Malhorn. Ist einfach ein Gummibällchen mit einer Glaspipette vorne dran. Und da kommt der flüssige Ton heraus. Und dann kann man das da so schön punkten, strichen, Ornamente drauf malen. Und dann wird es ein schönes Unikat nach dem Brennen. Und dann, wenn es dann alles angemalt ist, dann wird es noch in farbloser Glasur getaucht. Und nochmal einmal gebrannt, damit es dann schön glänzt hinterher. Und auch natürlich nutzbar ist. Das ist ja wichtig, dass ich da Lebensmittel reinmachen kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mich freuen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.